Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch in Davons Wacht, hatten in der letzten Folge ein bisschen Geschichtsunterricht mit dem Propheten in der Zuflucht, der uns die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt hat und was so alles überhaupt zu dieser Situation hier in Tamriel geführt hat. Und ja, wir haben in der letzten Folge am Ende noch so ein bisschen das Kämpfen geübt, weil ja hier vor den Toren von Davons Wacht eine Schlacht im Gange ist, weil die Dolchsturz-Bündnisleute groß am Angreifen sind. Oh, hier ist was von irgendeiner Gilde, glaube ich, oder? Kriegergilde! Da schließe ich mich doch der mal an, oder? Ich lese das mal. Bereit für das Abenteuer. Die Kriegergilde sucht nach tapferen Herzen und starken Armen, um gegen die dädrische Bedrohung zu kämpfen. Sucht noch heute Hilan in der Gildenhalle von Davons Wacht auf. Das nehme ich jetzt mal an, habe ich bei meiner Magierin nicht gemacht. Da war ich nur, ja, in der Magiergilde habe ich angefangen und wollte eigentlich die Unerschrockene noch machen und habe da ein bisschen Mist gemacht, weil ich da ein Verlies irgendwie nicht als Quest angenommen habe und so durch bin und jetzt fehlt mir das. So, ich sollte mal in die Kriegerhalle gehen, ne? Nehmen wir auch noch an. Aber jetzt wollen wir erstmal in diesem Part uns mit Holgun treffen. Was ich oben rechts ja noch stehen habe als nächstes Quest. Und wir haben es mitten in der Nacht, glaube ich, auch. Leider habe ich nicht mehr meine Uhrzeit von Tamriel hier stehen. Das muss ich mir noch wieder runterladen. Das Add-on dazu. Habe ich irgendwie nicht mehr. Ach so, da. Okay, hallo. Wer seid ihr? Tempelordinator. Die haben immer so nette Masken auf. Dann gehen wir mal da rein. Herrenhaus des Hauses Induril. Okay. Wenn wir da hin müssen. Okay, da ist der Holgun und Tanval Induril ist das. Okay, dann reden wir mal mit dem. Holgun sagte, ihr seid zuverlässig. Ich vertraue seinen Instinkten. Und ich weiß, es gibt viel zu tun. Okay, Holgun hat mir von der Belagerung erzählt. Wie kann ich denn behilflich sein? Das Bündnis bedrängt uns wie ein Nixhund bei der Harz. Sie glauben, die Stadt gehöre schon so gut wie ihnen. Aber da irren sie sich. Sie sind alle totgeweiht, bis auf den letzten Mann. Und wie lautet euer Plan? Ihr seid der Plan. Unter der Stadt gibt es ein Relikt, das von Geistern meiner Ahnen bewacht wird. Für mich wäre der Kampf gegen sie ein Frevel, doch ihr seid nicht vom Hause Induril. Ihr kommt durch die Grabmäler auf der anderen Seite des Platzes hinein. Bringt das Relikt zu mir. Und was könnt ihr mir über dieses Relikt erzählen? Was ist denn das überhaupt? Nur, dass ihr es herbringen müsst. Ich habe versucht, meine Ahnen davon zu überzeugen, aber sie begreifen die Gefahr nicht, in der wir schweben. Ihr müsst dort erfolgreich sein, wo ich gescheitert bin. Okay, so von Dunkelelf zu Dunkelelf. Muss das sein? Ich hasse doch diese Gräber und so und so unterirdische Sachen. Mensch. Ich bin zwar ein Dunkelelf, aber sowas mag ich nicht. Okay, dann mach ich's halt. Wenn's denn sein muss. Ich habe immer noch keine Kopfbedeckung, keinen Kopfschutz. Auch wenn ich ihn dann habe, sieht man den nicht, weil ich habe endlich entdeckt, dass man das einstellen kann, dass die Kopfbedeckung nicht sichtbar ist. Durmag möge diese langen Wachschichten holen. Ja, ja. Damit man einen noch erkennen kann. Vor allem ganz praktisch, wenn man eben mit mehreren spielt, damit man ja, den anderen eben wiedererkennt. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was ich mir so eingesammelt habe. Leichte Rüstung, was brauche ich denn das? Aber das kann ich zum Rüstung herstellen. Zum Verwerten nehmen vielleicht. Und da habe ich nichts Neues gekriegt. Eine Glyphe der Flamme und des Schocks. Kann ich die für irgendwas verwenden? Das sind Waffenglyphen. Und die haben schon Verzauberung. Oh, die ist aber fast leer. Hossa. Wieso ist die leer? Also dieser Balken, der blau ist und immer weniger wird, ist die Verzauberung. Und die nimmt natürlich auch ab.
Das ist, glaube ich, ja auch bei Skyrim so ähnlich gewesen. Ja, okay. Dann tun wir mal, was wir nicht lassen können. Ich muss mal immer zwischendurch auf die Uhr gucken, weil, und da brauche ich mal eine Hand dafür. Das Problem ist, ich habe gerade nur mein Handy und das geht immer wieder aus, der Bildschirm. Ich habe zwar oben die Zeit eingeblendet, aber auf dem Handy habe ich einen Timer, deswegen, naja, bringt nicht so viel. So. Es ist nämlich immer noch mitten in der Nacht. Ich nehme hier groß am Stück auf. Ich habe gerade irgendwie Lust dazu. Und ich komme ja auch leider nicht allzu oft dazu aufzunehmen. Deswegen habe ich hier so eine Marathonaufnahme. Huch! Da ist gleich so ein Viech auf mich zuge... Nehmt den Schädel von Namen Induril. Ja, versuche ich. Da war gerade so ein Skelett. Wo ist denn der jetzt hin? War das ein kleiner Bug? So, das kommt ja trotzdem hin und wieder vor, dass sie so aufploppen, wo sie nicht sollen. So hinspawnen. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass ich mich hier übernehme. Wir nehmen den jetzt uns zur Brust. Komm. Okay, das ging noch. Der hat mich eh gesehen. Dann nehmen wir uns den hier auch noch zur Brust. Okay, das ging jetzt relativ einfach. Weiß nur nicht, ob das so bleibt. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Da, da, da. Nee, das ist nichts. Da, 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 da. Was gibt's hier? Ich bin auch so laut. Ich scheppere richtig mit meiner Rüstung. Ich habe da noch nicht so eine komplette Rüstung an. Aber man hört schon den Unterschied. Weil die Dinger, die Sachen, die meine Magierin anhat, die sind leiser. Definitiv. So, dann machen wir den erstmal her. Und dann kommt der andere auch gleich. Das ist nett. Oh. Aber gerade so, Leute. Ich habe nämlich nicht wirklich was zum auf... pushen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Stufe noch automatisch ohne Seelenstein da wieder zurück kann oder ob man boah, ich muss das echt umsetzen. Das geht gar nicht. Kann ich das schnell hier machen oder spawnen die? Nee, das muss ich nach dem Verlies machen. Also nach dem Dungeon, weil manchmal spawnen die dann plötzlich wieder hin, wenn man zu lange stehen bleibt und dann greifen sie einen plötzlich von hinten an. Das wäre jetzt ungut. Huch. Also das mit der Perspektive manchmal. Kein Skelett, was auf einmal aufsteht. Wer ist das? Ja. Nett. Was habe ich da jetzt gekriegt? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Man könnte ja auch schleichen. Pff, mach gut zu. Wozu bei dem Spiel? Oh. Komm her. Okay, das hätten wir auch erledigt. Oh, das sind ja gleich zwei. Komm hier zu mir. Komm. Oh, das sind Bogenschützen. Bogenschützen. Da raus. Das ist nicht nett. Ich musste gerade überlegen, wie nah ich... Cool, das Unterbrechen hat funktioniert. Mal ausnahmsweise. Schön. Habe ich mir so meine Schwierigkeiten mit sonst. So, wo geistert da noch so jemand rum? Ich habe doch da gerade noch jemanden gesehen. Wo ist denn der? Da. Kann ich den herholen? Das ist schon praktisch, das mit dem herholen. Äußerst praktisch. Muss ich schon sagen. Oh, wer ist das? Name Induril? Hm. Nein. Okay. Nein. Ihr werdet uns alle vernichten. Wieso? Ah! Was ist das?
hab Angst vor dem. Was war das? Mein Gott, hat der mich erschreckt. Okay, dann benutzen wir mal die Truhe. Der Schädel von... Achso, den Schädel. Okay, und jetzt müssen wir hier wieder raus. Gibt's da eine Abkürzung? Manchmal gibt's da eine Abkürzung. Ja. Kann ich ja sonst noch irgendwas mitnehmen? Ab durch die Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Hier kann ich eh nichts holen. Wie? Hier komme ich nicht raus? Wieso? Wieso komme ich hier nicht raus? Guck mal, da ist doch noch einer. Hier darf ich nicht raus. Scheiße, muss ich den ganzen Weg wieder zurück? Ich spawn doch hier gleich wieder. Ist aber nicht nett. Zeig. Ach nee, das sind... Das sind Krieger. Ja, du, ich bin auch einer von euch. Stufe 3? Stufe 3? Sage mal. Ach, die waren nicht in Dingens. Die haben da was ausgelassen. Und das sind tatsächlich wieder diese blöden Skelette. Ach, nö. Wo kann man nochmal Gold sammeln? Wenn du meinst. Nicht, dass ich jetzt einen übersehe und der mich von hinten anfällt. Wäre ungünstig. Huch. Entschuldigung, aber diese Perspektivwackler, das ist echt meine Maus. Die rutscht mir immer weg. Die sitzt dann nicht so gut. Ich brauche unbedingt eine andere einen anderen Untergrund. So. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt das schaffe. So, jetzt wollte ich gerade auf die Uhr gucken. Jetzt habe ich den Ladebildschirm. So ein Mist. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen geht noch was. Also, ganz ehrlich, ich spiele das jetzt echt entspannter, weil das Kämpfen leichter geht. Also, vorausgesetzt, man kann es. So, wir sprechen jetzt mit dem Tanwal. Mit dem Nachfahren von diesem Heini da unten. Wir haben ja jetzt diesen Schädel. Ich habe noch nie einen Rotwardonen gesehen, aber jetzt. Wie, noch nie einen gesehen? Jetzt gibt's doch ganz viele hier. Hallo! Habt ihr das Relikt geborgen? Mhm, ich wurde von einem entzürnten Geist angegriffen. Er sagt, ihr würdet uns alle zerstören damit. Das war einer meiner Ahnen. Ja. Er weigert sich, die Gefahr zu erkennen, der wir heute gegenüberstehen. Es wird Zeit, dass wir gegen das Bündnis den Spieß umdrehen. Dafür müsst ihr mir Zeit verschaffen. Wie jetzt? Aber wenigstens kriege ich Geld. Ich brauche Zeit, um das Ritual, das dem ein Ende setzen soll, vorzubereiten. Wir müssen die Bündnistruppen im Süden aufhalten. Okay. Und wie kann ich euch etwas Zeit verschaffen? Fragt Holgun. Er steht der Verteidigung am Westtor vor. Okay. Falls ihr einen Führer benötigt, sprecht mit Garin. Wer ist denn das jetzt wieder? Okay, ich werde Holgun finden. Ist der schon wieder weg? Mist. Okay, die Dolche aufhalten. Genau die Leute, die ich normalerweise spiele. Das ist wirklich sehr verwirrend. Also, sprecht mit Holgun. Optionale Schritte, sprecht mit Garin Indoril. Ach, das ist... Ist das sein Bruder oder was? Oder sonst was? Naja. Weiß ich nicht, was wir machen als nächstes. Wir haben so viel zu tun. Hier gibt es so viele Nebenquests und Aufgaben. Guck mal, da ist ein totes Vieh. Ja, keine Ahnung. Ja, oder wir gehen rein und sprechen mit... Ich habe es so satt, dumme Fragen zu beantworten. Komm, wir sprechen noch mit dem. Ist doch jetzt Quark. Wo ist denn der? Der ist irgendwo oben, oder? Pflicht gegenüber dem Tribunal. Aber wir können uns ja mal schnell umgucken. Hier kann man immer irgendwo was sammeln. Wir brauchen ja auch was. Guck mal, gehen. Ach nee, das Rezept kenne ich schon. Verdammt. Nehmen wir trotzdem alles mit. Sammeln, was geht. Da ist nichts. Ach, jetzt zitter ich hier schon wieder so rum. Hier ist auch noch mal... Raum, wo wir was gucken können. Da ist aber nichts. Eine Wasserpfeife? Was rauchen die denn da? In den Kisten.
Entschuldigung. Schlangenschleim. Ziegenfleisch. Ja, vielleicht koche ich mit der auch ein bisschen. Mit der mache ich vielleicht alles. Mal gucken. Ich wollte aber eigentlich hauptsächlich bei dir die Rüstungen hochskillen. Entschuldigung. Hab nichts getrunken. Schlafzimmer. Ich bin hier irgendwie falsch. Oh, Dietriche. Ja, Dietriche brauche ich. Ich glaube, die hat noch nicht allzu viele. Der ist schon leergeräumt. Hier der Schrank noch. Klares Wasser für die Alchemie. Sehr gut. Okay. Noch ein Kleiderschrank. Noch mehr klares Wasser. Der ist schon leergeräumt. Oh. Da hat schon jemand geplündert fleißig. Mondstein. Auch gut. Für die verschiedenen Stile. Das Bücherregal. Oh, Rang 2 bei Bogen erreicht. Toll. Ich habe doch gar keinen Bogen. Die werde ich nicht mit Bogen ausrüsten. Das ist ein anderer in meiner Sammlung. Ich habe so ein paar Nebencharaktere. Da habe ich einen Templer. Und einen Khajiit, die mit Bogen umgehen können. Sorgen wir dafür, dass wir alle unsere Köpfe auf den Schultern behalten. Und wo ist denn der? Huch! Bisschen so fest die Taste gedrückt. Der ist irgendwie hinterm Haus. Seid gegrüßt. Wo ist denn der? Hä? Ich check das nicht. Dann gehe ich halt zum Holgung. Ich weiß nicht, wo... Dann gehen wir halt zum anderen. Und es ist immer noch in der Nacht. So, 37. Ich werde aber jetzt den Part beenden. Der wird jetzt zu lang. Und im nächsten Part werden wir dann gucken, was Holgung von uns will, damit wir helfen können. Das habe ich verloren, wo der ist. Ach, da drüben. Wo ist er denn? Hier irgendwo, ne? Was war das? Hallo. Ja, das ist er. Okay, also. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.